Liebe heterosexuellen Mitbürger, Schwule und Lesben in Deutschland können nicht heiraten. Ja, liebe Abonnentinnen, ihr wisst das sicherlich alles, was ich jetzt gleich erzählen werde, aber ich hoffe einfach, dass dieses Video vielleicht auch ein paar Leute sehen, denen das nicht so bewusst ist, wie zum Beispiel die meisten heterosexuellen Menschen, die ich kenne, denen ich das erzählt habe, die dann alle immer sehr entrüstet sind. Denn es ist nun mal so, okay, wir können eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen. Ja, wir nennen es Homo-Ehe, wir machen uns auch Heiratsanträge und man kann dieses ganze Fest auch schön durchgestalten wie eine Hochzeit. Das ist ja auch alles schön und gut. Aber jetzt kommt der große Haken. Wie zum Beispiel, wir haben keine steuerlichen Vorteile. Wenn wir unseren Partner oder unsere Partnerin heiraten, bleiben wir in Steuerklasse 3? Nee, Steuerklasse 1, genau. Steuerklasse 1, die für Singles, für allein lebende Menschen. Also wir haben überhaupt keine Vergünstigung oder irgendwas. Aber im Gegenzug dazu müssen wir trotzdem Dinge abgeben. Wir sind unterhaltspflichtig. Das heißt, im Falle dessen, dass ein Teil der Beziehung arbeitslos wird zum Beispiel und Hartz IV einfordern muss oder irgendwie sowas, wird immer das Gehalt des Partners mit einberechnet. Das heißt, dass man dann weniger Geld zur Verfügung hat oder weniger Arbeitslosengeld oder Hartz IV bekommt oder ja, also diese Unterhaltspflicht, die ist ja noch in ganz vielen anderen Bereichen, wo die zur Geltung kommt. Wenn es um Sachen Erben geht, da geht es mittlerweile einigermaßen, man ist auf jeden Fall erbberechtigt, also auch man hat einen Pflichtteil, wenn es kein Testament zum Beispiel gibt, oder man darf es zum Beispiel auch ein Testament aussetzen, sodass diese gesetzliche Erbfolge beeinflusst wird. Aber trotzdem gibt es immer noch den Haken, dass es gibt solche Erbschaftssteuerklassen und bei uns ist es nun mal so, dass wir in einer schlechteren Klasse sind als Mann und Frau in einer Ehe. Das heißt, wir haben zwar auch den gleichen Freibetrag von 500.000 Euro, aber wir müssen, wenn es dann darüber geht, mehr Geld abgeben als in einer heterosexuellen Ehe. Versteht das mal einer? Oder was, finde ich, der größte Hammer ist und wo auch die meisten Leute, die davon nichts wissen, und denen ich das dann erzähle, sagen, wie bitte, ist bei dem Thema Adoption. Also uns Lesben oder auch schwulen Paaren ist es nicht erlaubt, es ist verboten, Kinder zu adoptieren. Alleinerziehende Mütter dürfen das. Also alleinstehende Frauen oder so. Okay, ist natürlich trotzdem schwer für die, aber wir dürfen es gar nicht. Wir dürfen uns noch nicht mal in Deutschland künstlich befruchten lassen. Das ist auch, das dürfen wir nicht. Diese Insemination, heißt das so? Naja, also das ist, also wir dürfen es nicht. Das ist doch... Hallo? Also ich meine, klar gibt es Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen und da sich ein Kind zu adoptieren oder diese Befruchtung durchführen zu lassen. Da gibt es natürlich zahlreiche Möglichkeiten, aber da muss man mal drüber nachdenken, dass wir das in Deutschland nicht dürfen. Also, ja, ich finde es einfach, ich könnte mich da jetzt mal drüber aufregen. Die einzige positive Sache in diesem Adoptionsbereich ist, dass es möglich ist, sein Stiefkind zu adoptieren. Also das heißt Stiefkindadoption. Also wenn man in einer Partnerschaft ist und bei Frauen zum Beispiel, die eine Frau hat schon ein Kind, also ein eigenes Kind, vielleicht aus einer früheren Partnerschaft mit einem Mann oder so, dann ist es möglich, dass die zweite Frau das Kind adoptiert. Das ist zwar auch ziemlich kompliziert, aber das ist es, glaube ich, bei Heterosexuellen auch. Aber das geht auf jeden Fall. Aber nur, wenn das wirklich das eigene Kind von einem Teil ist.
Also es geht nicht, glaube ich, mit einem adoptierten Kind, weil das Adoptieren jetzt sowieso nicht geht. Oder so. Naja. Also, was haltet ihr eigentlich davon? Oder wie findet ihr diese eingetragene Lebenspartnerschaft? Würdet ihr das machen? Findet ihr es toll, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, unsere Verbindung irgendwie zu zeigen und diese Partnerschaft einzugehen? Oder würdet ihr sagen, nee, also das mache ich nie, ich lasse mich doch nicht verarschen. Unter den Umständen mache ich das nicht. Was denkt ihr darüber? Oder seid ihr vielleicht sogar verpartnert? Also ich persönlich muss sagen, also ich finde es auch, also ich weiß nicht, ob ich es machen will. Ich glaube schon, ich glaube, ich würde es machen, weil ich es einfach schön fände, meine Freundin so zu heiraten. Klar, wer will das eigentlich nicht? Ich würde es aber sicherlich nicht mit voller Überzeugung machen. Also immer noch mit dem kleinen Gedanken im Hinterkopf, dass es ja gar keine Ehe eben ist. Ja. Also ich hoffe einfach, mit diesem Video ein paar Menschen zu erreichen, die darüber nicht Bescheid wissen. Also es ist da wirklich bei jedem nicht-schwulen Lesben, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, so, dass die total entrüstet waren und sagten, was, das kann doch wohl nicht sein. Und ich dachte, heutzutage ist das kein Thema und alles wäre gleichgestellt. Ich dachte, ihr könnt heiraten. Ich dachte, ihr habt die gleiche Steuerklasse. Ich dachte, ihr könnt Kinder adoptieren. Also alle waren einfach, die konnten das nicht glauben. Und ich glaube auch, das ist ein Grund, warum es da nicht irgendwie weitergeht. Weil ja alle denken, ach ja, ist ja alles gut. Aber ich hoffe einfach, wenn das so in vielleicht in ein paar mehr Köpfen drin ist, dieses Thema, dass sich dann vielleicht noch ein bisschen mehr bewegt. Wer weiß. So, und dann möchte ich jetzt noch ganz herzlich der Laura zum Geburtstag gratulieren. Die hat nämlich heute Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Ich werde jetzt nicht für dich singen, das wollt ihr nicht hören. Ach ja, und übrigens, ich habe morgen Geburtstag. Ja, ich gehe heute Abend ins Kiel reinfeiern. Wer will, kann ja gerne vorbeikommen und mir einen ausgeben. Nehme ich gerne an. Ja, und das war's dann erstmal von mir heute. Lass mir den Kaffee in Ruhe, Kitty. Die Katze will meinen Kaffee trinken. Naja, wie gesagt, das war's von mir. Ich verabschiede mich hiermit, wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächsten Mittwoch. Adieu. Hallo, Quentin. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen.